Das Video wird auf jeden Fall mal länger als eine Minute dauern, weil normalerweise drehe ich in der Regel nur so eine Minute Videos, 2 Minuten Videos Maximum. Aber diesmal habe ich mir gedacht, es gab im Angebot ein Archos 50F Helium Light 8 GB EU. 4G, 5 Zoll Display, Fingerprint, Quad-Core, 8 Megapixel und 2 Megapixel Kamera. Das ist natürlich jetzt nicht so der Mega-Burner. Aber das Handy hat auch wirklich, das ist wirklich ein Low-Budget-Handy. Und ich wollte mal wieder gucken, oder ich hatte schon mal ein Archos und wollte mal sehen, ob sich die Qualität von dem Display ein bisschen verbessert hat. Weil das letzte, was ich hatte, das war so grausam, das habe ich dann einfach irgendwann zwischen der Hebebühne zerquetscht, weil es mir zu blöde war. Da war dann auch das erste Vico, was ich hatte, war auch genauso von der Displayqualität. Das war sowas von gruselig, das kann man sich nicht vorstellen. Was hat das Ding noch? Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Dual-SIM, MicroSD-Slot, 1 GB RAM, Batterie 2000 mAh, 4G, Android 6.0. Naja, ist ja auch alles ein bisschen steinzeitlich, aber ja, wie gesagt, das ist auch wirklich unterste Klasse, also Low Budget müsste man dafür neu erfinden, weil das hat einfach mal gar nichts gekostet fast. Da wollten wir doch einfach mal sehen. So, und dann gucken wir jetzt da einfach mal rein, wie dieses gute Stück überhaupt aussieht. Okay, ich krieg's nicht auf. Komm schon. Verdammt, ich habe was vergessen. Zack. So, jetzt machen wir es mal auf. Hier ist es. Hier sehen wir einfach mal noch nichts. So, dann fangen wir mal an und packen das Ding langsam aus. So sieht das Teil aus. Lege es erstmal kurz zur Seite. Guck mal, was wir so an Zubehör dabei haben. Dann haben wir hier noch eine Displayschutzfolie bei, Service-Nummern, eine Bedienungsanleitung, einfach mal ein Ladegerät und Kopfhörer. Kopfhörer. Ich kann mich mit Kopfhörern totwerfen. Dann haben wir hier ein Micro-USB-Kabel. Dann haben wir hier noch den Akku, den ich auch noch reinmachen muss. Das hätte ich jetzt glatt. Ich hätte einfach mal versucht, den so anzumachen. Aber Akku, zack. Dann nehmen wir den Akku direkt raus. Ich hoffe, er ist schon ein bisschen vorgeladen. Dann haben wir noch einen Quick Start Guide. Also Quick Start Guide rein, das rein. Das, ich hoffe, oh bitte, lass es vorgeladen sein. So, dann dies. Alles wieder rein. Brauchen wir erstmal nicht. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal so das Display angucken, wie die Qualität so ist. Gut, die Kameras sind natürlich von der Qualität her mit ihren 8 und 2 Megapixeln etwas unterirdisch. So, dann machen wir es mal vorsichtig auf, ohne es kaputt zu machen. Vielleicht. Na komm! Oh Gott. So! Dann werden wir es einfach mal ausprobieren. Ah, jetzt bin ich verwirrt. Verkehrte Seite. Das war jetzt echt schlau. So! Reingemacht. Was natürlich interessant ist, wie ist zum Beispiel. Dann ziehe ich mal die Folie ab. Zack. Ab ist die Folie. Die kleben wir einfach hier drauf. Was soll's. So, jetzt gucken wir mal, wie schnell das Ding so startet. Okay, die haben an ihrer Startsequenz haben sie einfach nichts geändert. Das sah auch schon beim letzten Modell so aus, was auch schon jetzt, wie gesagt, ein paar Jahre her ist. Na gut, dann warten wir mal.
Okay, dann wählen wir direkt mal aus. Deutsch. Weiter. Hallo, sagt er. SIM-Karte einlegen, überspringen. Ich will jetzt einfach mir nur mal so das Display angucken. Nein, ohne, ich will kein WLAN. Trotzdem überspringen. Ich möchte keine Internetverbindung gerade, danke. Trotzdem. So, wie viel Uhr haben wir es? 17 Uhr und 4. Zack. London nicht. Gibt's ja auch. Was nehmen wir denn mal? Es ist ziemlich scheißegal, was wir nehmen. Ehrlich zu sein. Mexiko-Stadt, das wäre jetzt ein bisschen übertrieben. Ich nehme einfach mal Casablanca. Ach, nehmen wir einfach London. Ist doch scheißegal. Datum 1.1.16 lassen wir einfach. Ich will mir jetzt einfach nur das Display angucken. Weiter bitte. Fingerabdruck einrichten. Jetzt gucken wir mal, wie sich der Fingerabdruck einrichten lässt. Wo ist denn eigentlich der Fingerabdrucksensor? Mit Fingerabdruck entsperren. Nein, ich werde jetzt. Na doch, ich werde den Fingerabdrucksensor einrichten. Scheißegal. Displaysperre wählen. Nehmen wir mal ein Muster. Nehmen wir mal dies. So. Bestätigen Sie. Machen wir das L. Bam. Gesamten Nachrichteninhalt anzeigen. Ja, mach doch mal. So. Finden Sie den Fingerabdrucksensor auf der Rückseite? Ja, mache ich. Ich weiß, wo der ist. So. Der erkennt schnell. Okay, das finde ich schön. Hat das schnell erkannt, also schneller als bei meinem Huawei P20 Pro. Die Frage ist natürlich, ob es auch so sicher ist. Weiter. Weiter. So, ich möchte jetzt einfach nur mal. So, das ist unser Display. Das Display sieht ja schon mal gar nicht so scheiße aus, die von den Farben her. Jetzt stellen wir es mal heller. So, jetzt machen wir mal so. Machen wir mal aus. Zack. So. Hallo? Muster erforderlich. Was soll das? Ich will kein Muster. So. Ja, der Fingerabdrucksensor. Die Frage ist, funktioniert der auch mit dem anderen Finger? Nein. Ach, also der Fingerabdrucksensor funktioniert gut. Die Farben sehen gut aus. Jetzt haben wir natürlich Archos Video, haben wir irgendwas? Wahrscheinlich nichts. Neue Videos, mal gucken. Was ist denn das? Lass mich doch mal zu den neuen Videos gehen. Es gibt keine neuen Videos, ja, das ist ja doof. Gehen wir mal zurück, bam. Aber das sieht von den Farben her ganz okay aus, also da kann man nichts sagen. Nachrichten. Doch, die haben sich auf jeden Fall gebessert. Weil vorher, das war wirklich vollkommen grausam. Und jetzt muss ich sagen, sieht es wirklich gut aus. Gut, die Kamera werden wir jetzt auch mal testen, obwohl ich jetzt... Ich weiß nicht. Oh, nee. Die Kamera finde ich jetzt mal... Ich werde jetzt einfach mal ein Probebild schießen. Gott. Was macht ein komisches Geräusch? So, ja, gut. Die Kamera ist, würde ich mal sagen, grenzwertig. Weil, ja. Wie gesagt, ist halt ein wundervolles 70-Euro-Handy, wenn ich mich nicht irre, so über das Telefon. Ja. Aber ich sag mal, dafür für so als Ersatztelefon oder was hat das Ding an Speicher? 8 GB, so als MP3-Player oder so, ich weiß nicht. Da kann man das bestimmt ganz gut benutzen. Telefonieren kann man, schreiben kann man, alles gut.
Sieht ganz okay aus. Fingerabdrucksensor funktioniert super, finde ich. Habe ich auf jeden Fall schon schlechtere gehabt. Gut, ich werde euch das Teil unten verlinken. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis denn dann. Ciao. Ach ja, und wenn ihr Bock habt, abonniert meinen Kanal oder lasst mir einfach eine Nachricht da. Daumen hoch, Daumen runter. Alles ist erwünscht. Bis denn dann.